Hallo liebe Onkel Kramer Freunde und liebe Automatenfreunde, es geht in diesem Video mal rein um die Finanzierung, wie sowas läuft, wie man das verbessern kann, warum es Sinn macht zu finanzieren, wann es keinen Sinn macht zu finanzieren und wie viel Kohle man überhaupt braucht und auch bekommt. Ich bin der Rainer und ich sage euch, wie es mit den Finanzierungen läuft beim Automatenland. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. So, also der Rainer und ich, wir sind im Automatenland. Und im Automatenland ist es ja so, dass wir online bestellen können, dass wir auch finanzieren können und so weiter. Und dass man hier die Möglichkeit hat, sich was zusammenzustellen. Der Rainer ist quasi für zuständig und kann genau sagen, wie viel Kohle kann man kriegen, wie kann man Kredit attraktiver gestalten für die Bank, zum Beispiel mit mehreren Sachen zusammenlegen. Vielleicht hat man noch eine Jugendsünde, die man vielleicht noch irgendwie mitfinanzieren muss, irgendwie ein Bett oder ein altes Auto. Und manchmal macht es Sinn halt, dass man sagt, okay, wir nehmen die Sachen mit rein und machen dazu ein Gesamtpaket. Ja, und dieses Gesamtpaket sorgt meistens dafür, dass man dann auch, wenn man alle Kredite bündelt, dass man dann auch den Kredit auch besser durchbekommt und die Rate dann auch sozusagen auch geringer wird, wenn man das dann auch ein bisschen streckt und dementsprechend ist die Chance besser. Ja, erstmal natürlich die Frage, was kostet so ein Automaten? Und ich würde sagen, erstmal Preischeck, der Einzelautomat. Der Einzelautomat, ich sag mal, das Standardgerät für draußen, G-Snack 10 Outdoor mit Münzwechsler, Banknotenleser, Najax und dem Zubehör, das man braucht. Ich sag mal, Seitenblenden, Bodenbefestigungen, dass man das Gerät verankern kann mit Versand. Aufstellungen macht man selbst, sag ich mal. Über die Onkel Kramer Academy, über die Erklärvideos, da wäre man bei ca. 9.000 Euro netto, sind, ich sag mal, ca. 10.500, 11.000 Euro brutto. Halt, hört sich erstmal viel an, ist es aber nicht. Es gibt andere Händler, sage ich mal, bei denen sieht es erstmal günstiger aus, aber bei uns ist ja schon alles mit drin, der Scheinlaser, der Najax, das alles, was dazugehört. Genau. Und wir machen da nicht so eine Kasperei, bei uns sieht man halt, was es sofort kostet. Master-Slave-Kombination, letzter Preis. Sind wir circa bei 17.500 Euro netto. Hier hängt natürlich dann auch nochmal von der individuellen Ausstattung aus. Möchte man eine Altersverifikation oder einen Lift dabei haben für den Snackautomaten, dann kommt man teurer weg. Aber so, sage ich mal, 17.500 Euro netto mit allem drum und dran. Sauber. Gehen wir mal zum Geschäftsführer, denn der kann uns vielleicht schon mal sagen, wann wir den Preis für das Ordermo bekommen. Das wird wahrscheinlich auf der Ventra sein, aber er ist immer nicht sehr kommunikativ mit uns hier, weil er hat so viel zu tun. Er hat einfach zu viel zu tun. Mal nach vorne. So, da haben wir unseren Moritz Händel, das ist der Geschäftsführer und er programmiert unter anderem. Alter, bist du groß. Mach mal so. Er programmiert das Ordermo-System und er wird kurz was dazu erzählen, wann das jetzt ungefähr rauskommt, beziehungsweise ab wann man preislich was sagen kann. Es ist auf jeden Fall ein System, das hat eine eigene Cloud, könnte man sagen, eine eigene Telemetrie. Aber ich würde sagen, er weiß darüber am meisten. Ja, der Preis ist zwar eine wichtige Sache, aber wichtig ist ja auch, was am Ende mehr rauskommt. Im Gegensatz zu einem normalen Warenautomaten, sage ich mal, da sind ja doch durchaus mehr Umsätze möglich als mit einem klassischen Snackautomaten. Also wer einen Preis haben möchte vom System, der kommt bitte zur Messe, zu unserem Stand und dann sprechen wir darüber mal. Dann wissen wir mehr. So, also ich würde sagen, Rainer erklärt euch jetzt ganz genau, was ihr beachten müsst, was ihr vielleicht braucht, warum ihr vielleicht auch sinnvollerweise manchmal länger als 5 Jahre finanzieren könntet. Ich sage ja immer 5 Jahre wegen der Abschreibung, aber man kann auch auf 10 Jahre das Ganze machen und dann vielleicht lieber ein bisschen mehr oder ein bisschen, also mehr Maschinen oder ein bisschen weniger Abtrag machen. Letztendlich ist der Abtrag relativ Wurst, sage ich immer, weil man mit der Maschine ja Geld verdient und die das locker wieder einspielt. Aber das werdet ihr erst im späteren Dasein, das Selbstständigsein feststellen oder lernen, wie es läuft. Es ist ganz anders, als wenn ihr ein Auto zum Beispiel finanziert, was irgendwie nur Geld kostet und kein Geld bringt. Ihr fangt immer mehr an zu kalkulieren und zu rechnen und Rainer erklärt euch, wie ihr halt auch an die Kohle kommt, weil so wie ich hatte auch keine reichen Eltern, ich musste auch nach und nach einsteigen in das ganze Geschäft und so bringt Rainer euch das dann halt auch eben, bringt euch selbst auf diesen Weg des Selbstständigseins. Also Rainer, die Bühne gehört dir. Ja. Wahnsinn. Also bei den Finanzierungen ist erstmal wichtig, dass erstmal alle Daten angegeben werden, speziell was man verdient, ob man unbefristet beschäftigt ist oder nicht. Dann ist es einfach wichtig, dass man seine Mietausgaben vernünftig angibt oder seinen Hausabtrag, aktuelle Kredite. Die Kredite, die können dann mit abgelöst werden, was manchmal dann auch sinnvoll ist, weil ansonsten die monatliche Belastung viel zu hoch ist.
Und dementsprechend ist es so, dass wir das dann einfach mal kurz besprechen. Ich würde am Anfang immer erstmal empfehlen, dass man den ganz normalen Automatenland-Link ausprobiert und da erstmal eine Kreditanfrage macht. Und danach, wenn ich die Daten habe und mit den kompletten Banken vergleichen kann, dass man dann einfach ganz normal einmal spricht. Gerne über E-Mail, WhatsApp, Telefon, je nachdem, wie man es möchte. Und dann werden Angebote auch erzeugt und man kriegt innerhalb dann auch von 1 bis 2 Tagen oder manchmal auch am selben Abend noch schnell eine Antwort, wenn alle Daten vorhanden sind, ob das funktioniert, ob da eine Bank mitmacht mit der Vorstellung, was man sich da machen möchte oder auch nicht. Was Paul vorhin nochmal angesprochen hat, 5 Jahre sozusagen das zu finanzieren, das kann man auch strecken auf maximal 10 Jahre, das heißt 120 Monate. Und dann hat man natürlich eine geringere Rate, weniger Risiko neben seinem Hauptjob und dementsprechend kann man dann auch ja, vielleicht auch noch mehr Automaten kaufen und noch ein größeres Business aufmachen, so dass man dann einfach schneller aus diesem typischen Hamsterrad rauskommt. Und ja, dann kann man das alles umsetzen. So, was der Rainer natürlich nicht erzählt, ist, dass man auch noch bar zahlen kann oder natürlich leasen kann. Beim Leasen ist es so, gerade wenn du anfängst in der Branche mit einem halben Jahr auf dem Buckel, dann kriegst du nichts finanziert. Da guckt der Rainer schon ganz, ganz schnippig wieder. Ne? Rainer, die meisten Leute kriegen kein Leasing, weil es einfach so ist, dass die Firma schon einen gewissen Zeitraum am Markt sein muss, bevor das überhaupt klappt. Macht auch nachher Sinn, wenn man größer ist, dass man dann ins Leasing reingeht. Man kann auch die Maschinen hinterher rauskaufen, aber vorher keine Chance. Was natürlich auch noch geht, ist, dass man es bar bezahlt, die Oma fragt oder sonst was. Aber ansonsten finanzieren. Ich würde erstmal anfangen mit einem einfachen Automaten oder Master Slave. Und dann mein Kreditvolumen vielleicht erweitern bei derselben Bank. Oder vielleicht gibt es ja in der Zwischenzeit eine, die etwas günstiger ist. Und so würde ich das persönlich machen. Ihr könnt natürlich mit den neuen Automaten, den ihr schon habt, Geld verdienen und schon wieder den nächsten abbezahlen. So denke ich immer. Oder das Geld beiseite packen. Und jetzt stehe ich mit meiner Kamera mitten im Weg. Der Adam, unser bester Techniker. Kühlmaschinen-Adam. Also der erste Automat ist immer der schwierigste, das ist genau wie bei der ersten Million, sage ich mal. Der erste Automat, man muss sich ja meistens mit auseinandersetzen. Dank der Academy habt ihr halt die Möglichkeit, wenn ihr es bei uns nehmt, dass ihr halt genau wisst, wie es funktioniert und nicht alles schmerzhaft erlernen müsst, so wie ich oder wie die Kollegen hier aus Neuss, die haben auch selber ein Operating. Und Finanzierung ist der einfache Weg. Das ist dann so, ihr braucht keinen Business-Kram hier irgendwie vorlegen oder sowas. Das ist ein einfacher Konsumentenkredit und ihr müsst da nicht viel Arbeit rein investieren. Und das macht definitiv in meinen Augen auch Sinn. Ich, wie gesagt, bin für 5 Jahre Finanzierung. Der Rainer sagt gerne auch mal länger. Dafür niedrigere Raten. Ihr könnt ja immer vorher schon ein bisschen mehr tilgen. Im Regelfall macht man das, ich weiß es nicht. So läuft's. Also, das war's von mir, vom Wedding Friday. Es ging rund um die Finanzierung und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Besucht onkelkramer.de, die kostenlose Academy. Und ansonsten sehen wir uns im September auf der Ventra in München mit dem neuen Ordermo-System. Die Weltneuheit wird da dann auch letztendlich vorgestellt. Power to the people, happy Wedding, ciao.